Fallout, ich musste direkt mal kurz auf Stopp drücken, denn dieser Knilch greift uns knallhart an. Dieser Bastard. Hallo. Wow. Oh, shit. Ich würde mir gerne ein bisschen näher. Ich will... Was, nur 61? Ich will ihm mit Volldampf geben. Oh mein Gott, wirklich gut. Gleich schickt er uns wieder. Egal, wir haben gleich Zeitlupe. Ja, was sagst du jetzt, du bitte? Oh, fuck. Nein. Dieser Drecksack. Dieser Drecksack, dann ist die Mucke leer. Die Mucke leer, die Muni leer. Ich fass es nicht. Ach, fluch doch nicht so rum, du Blunz. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Kann ich Ihrem Kopf vielleicht BAM auf irgendeine Weise behilflich sein? He's eating all the time. So, 80. Hat er gefuttert, Leute. 80. Kurz die Boom nach. Die muss man ja gar nicht nachladen. Stimmt. Okay. Ist jetzt gerade so voll schräg rum. Also ich habe jetzt nicht direkt weiter aufgenommen. Da ist ja die Pumpe. Also. Also, Scheißdreck, du. Lecker Schmecker, für Spaß und Lecker. Ja, ich verstecke mich nicht. Ich suche immer noch das Teil. Ich habe es nicht vergessen. Ich suche den Wim-Roboter-Baukasten-Spielzeug. Rüstungswerkbank. Warte mal! Ah, ich bin noch im Kampf. Sollen wir mal die Kacke springen? Nee. Wo ist denn der, du Batz? Ist hier ein Weg? Achso, da ist ein Weg, okay. Dann kann ja hier immer noch die Ding kommen. Oh Gott, wir müssen dieses blöde Teil abmachen. Hier geht's einfach raus, die Insel. Wir müssen dieses blöde Visier oben abmachen, das nervt so bei dem Teil, dass wir da close kämpfen wollen und dann auf einmal in die Entfernung zielen. Das muss sich ändern. Dann müssen wir zu Longfellow auf die Insel. Aber diese Dinge haben wir jetzt gar nicht bekommen. Ich sitze hier vielleicht auch keine Rüstung mehr. Doch, 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 da ist eine. So, Teil haben wir auch dabei, ne? Oder hatten wir mal dabei. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind hier oben drauf, okay. Hier haben wir schon durchgeschniedelt. Ha, schade. Wirklich sehr schade, aber wir haben jetzt diese Dinge eingesackt, also so wichtig ist mir die jetzt auch nicht, die Rüstung, dass ich sie jetzt suchen würde, ewig lang. Ich will noch kurz die zwei Mutantenhunde da unten fisten. Jetzt ist der Ding vielleicht einmal nicht schlecht. Wow, okay. Ist ja vielleicht einmal nicht schlecht, die Visierung. Wo bist du, Hundi? Ah, du bist ja. Hallo. Dann rennt er davon da durch. Es ist noch ein Mutant da, okay. Ich denke, jetzt kommt der Hund gleich auf uns zu, oder? Hundi? Oh. Ah, ekelig. Vielleicht mal anvisieren. Null. Hallo, zieh doch mal auf den Körper, der direkt vor dir ist. Oder auf den Kopf. Ja, 95. Das sieht doch gut aus. So. Oh Gott, wir sind gleich genudelt. Gleich schon wieder genuddelt. Aber wir heilen uns ja von alleine. Das heißt. Ah, wir haben noch die. Wir haben noch die Ding vor uns hier, das Parkhaus. Das haben wir nicht gemacht. Vielleicht steht das hier ja irgendwo rum, das Teil. Hier ist der Eingang zum. Genau, zur Fabrik, zum Hauptsitz. Was ist das? Okay, eine Treppe. Aber wahrscheinlich ist hier unten gar nichts. Und doch, 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 da ist was. Sehr gut, sehr gut. Oh, sehr gut, Leute. Das hat sich da nochmal gelohnt. Aber sonst ist nichts da. Okay. Ja, dann würde ich fast sagen, dann gehen wir einfach mal zurück, geben die Pumpe ab, bauen dieses blöde Ding raus, diesen... Das, was ich eben gesagt habe, halt, ihr wisst schon. Und dann passt es doch. Was haben wir denn hier? Jemanden, der bei der Arbeit schläft. Ja, das kann ich ja lieben wie Kacke im Gesicht. Ist hier sonst noch was zu erkunden eigentlich? Direkt aus der Pose hier? Nee, ne? Okay. Dann porten wir uns einfach mal zurück. Wir gehen erst zu Longfellows Hütte. Um auch generell ein bisschen abzulegen. Wir haben ziemlich viel Schotter wieder mitgenommen. Und dann können wir mal schauen, dass wir den... Ja, die Zielvorrichtung auf dem Radgewehr verändern. Dass wir das schön machen. Der neue Bildschirm ist übrigens jetzt bestellt.
und ist auf dem Weg. In 3 bis 5 Tagen ist er da. Und dann geht die Party richtig ab, Leute. 144 Hertz, ultra, mega, super, duper Ding, QHD, Kranzwurst und hast du nicht gesehen. Der kann im Laufen pinkeln. Das ist nichts, aha. Was ist denn los, Longfellow? Er labert einfach aus seinem Haus. Labert er mich an? Du bist da. Komm, wir machen das hier zuerst. Perfekt, da sind wir schon richtig. Und zwar... Wie kann man da nur so eine Scheiße? Ich meine, da werde ich maximal ein Reflexvisier drauf machen. Ich habe das mache ich auch, ja. Komm, so. Achso, können wir da eigentlich noch am Verschluss was machen? Nee. Wir können ja dann noch auf 72 gehen, aber das ändert die Munition. Nee, ändert nicht die Munition. Okay. Ja, raus mit uns. Alter, kackte. Ich dachte auch gerade an Scheiß. Sei lurch. Geh mal den Kram ab. So, direkt leichter geworden. Haben wir noch irgendwas dabei? Ja, wir haben die Kapuze des Inquisitors dabei. Das lege ich auch mal weg. Also, die sieht ja so bescheuert aus. Nee. Und unser altes oder anderes Bein haben wir auch. Das können wir verkaufen. Aber wisst ihr was? Wir nehmen einfach die Kleidung mit, gehen auf die Insel, verkaufen den Schotter. Halt! Und die Waffenmods können wir noch ablegen. Dann müssen wir noch welche, genau. Das sind auch wieder 1,5 Kilo, die wir leichter sind. So, kurz nach Fahaba. Ich habe da jetzt keinen Bock rüber zu schwimmen. Ich denke, wir sind zack schon da. Oder? Schissel? Ah. Oder auch nicht. Naja, und dann verkaufen wir das diesem einen Waffendödel. Und dann können wir zurückgehen und denen die Pumpe geben. Da ist nur die Frage, wie repariert die dann im Nukleus selbst bei den Kindern, wie repariert die das Teil dann? Es geht da ja um Desinfektion. Also. Ne, das macht ja eigentlich die Verstrahlung kaputt, die da ansammeln, die Dödel. So, bitteschön und... Hau ich weg, scheiß drauf da. Ja. Hast du Munition? Achso, brauche ich... Soll ich jetzt Munition einkaufen? Wir haben 14.000. Was hatten wir letztens? 9.000. Okay, wir gehen mal richtig dick einkaufen hier. Wartet mal. Wir nehmen einfach mal... Wir gehen jetzt mal auf... Oh, okay, da haben wir schon die 1.000. Wisst ihr was? Wir gehen auf 2.000. Komm. Na, okay. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir raushauen können? Wir haben letztes Mal einfach immer Buff-Out rausgegeben, da geben wir einfach mal die Hälfte raus, so, ungefähr. Jet brauchen wir, wow, pack bloß nicht unser Jet an. Mantens hauen wir auch einfach mal die, so ungefähr ein Viertel raus, so. Wisst ihr, die meisten Sachen benutzen wir ja gar nicht. Hier haben wir mal so viel. Radex brauchen wir eh. Guck mal, da sind wir schon mal... Da haben wir doch den Preis schon mal ordentlich gedrückt, ne? Diktol, halt alle Abhängigkeiten. Was könnten wir noch wegkloppen? Das war's, ne? Okay, komm, wir machen das mal. Wir nehmen den Handel mal so an. Zack, fertig. Oh, 517. Gegen ein solches Arsenal hatten die Krabben keine Chance. Die Krabben, ja, gegen Krabben haben dagegen wirklich keine Chance gehabt. Die haben nicht großartig zurückgeschossen. So. Und so. Ja, ich bin gespannt, wie sie die repariert. Oder ob wir das entscheiden können. Oder wie auch immer. Dass sie da extra Güllewasser durchleiten. Durch die Desinfektion. Dass sie noch dreckiger werden und verstrahlter. Oder ob man da echt entstrahlt wird. Würde mich wundern. Da ist der Tektus bestimmt nicht mit einverstanden. Nicht wahr, Boys? Ja, aber nein. Naja, Atom ist in deiner Mutter drin. Ja, ich freue mich schon so ein bisschen auf den Bildschirm. Alle haben mir gesagt, hey, wenn du diesen 144 Hertz Monitor hast und sowas zum ersten Mal hast, dann wäre das eine ultra krasse Umstellung. Also viele sprechen wirklich von einer wahren Offenbarung schon. So gerade jetzt im Gaming-Bereich wäre das wirklich eine richtig, richtig krasse Sache. Ja, wir sind aus in der Strahlung drin, Kate, und ich nehme jetzt alles mit. Da waren sogar zwei Dinger gelegen. Wir haben den verkackten Raum hier noch gar nicht angefasst und nicht mal angefangen leer zu räumen. Die haben bestimmt so viel geilen Scheiß. Oh, wir müssen ja noch
zwingend. Unser eines Rüstungsteil mit Taschen versehen. Das weiß ich noch. Das Schiff ist der Hammer, oder? Eine Maschine, die Atoms Leuchten verbreitet. Ja, ja, es ist echt toll. Alle sind verstrahlt und stinken nach Kacke. Es ist wirklich herrlich. Es macht Spaß hier bei euch. Ich kann alles klauen, aber das Bett darf ich nicht anfassen. Aha. Also halt, das ist doch die da. Die da. Die da. Die Frau. Mai. Mai. Bist du wieder? Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator gefunden hast. Okay, ich hätte mir noch gar nicht gegeben. Also, willst du sehen, was ich auf Lager hab? Hä? Ich hab endlich den Regulator aus der Wim Pop Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Überbrückung der Filter. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Na klar. Ich habe einiges für dieses Ding riskiert. Das ist ein paar Kronkorken wert. Das wäre angemessen. Ich gebe dir, sagen wir, 150. Mal, ich habe eben eine ziemlich große Munitionsladung kaufen müssen, wegen deinem Auftrag. Also bitte. Vertrau mir. Hättest du den Ort gesehen, wüsstest du, das reicht nicht. Überall Mutanten. Wow, wirklich? Also. Okay, klar. 250. Ich würde sagen, bei 250, Du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen. Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst, ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Ja, mach ich, komm, läuft. Natürlich. Kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Die Pumpe liegt in der Bucht. Ich glaube dir das irgendwie nicht. Ich habe die nur noch im Sack gehabt gerade eben. Ignoriert 30% der Scharlatans. Okay. Ignoriert 30% der Scharlatans. Müssen wir da jetzt runter oder was? Nee, müssen wir nicht. Ich will nicht wieder in die Scheiße. So, nein, fuck. Achtung, Kate. Ich weiß, was du sagen willst. Hier ist es irgendwie verstrahlt. Wir sollten weg. Komm. Na, Kate, Kate, Kate. Oh. Stinkepilze. Ah, noch mehr. Die haben hier so viel Stinkepilze. Hä? Das ist doch da unten. Ach, oh, die sind so süß gewesen. Du siehst, wo der Pumpenregulator angebracht werden muss, sodass verstrahltes Wasser direkt in das System geleitet wird. Dir fallen auch meist Überbrückungen zu den Filtern auf. Ein fähiger Techniker könnte sie aufheben, die Reparatur verheimlichen und das alte System wiederherstellen, sodass die Strahlung herausgefiltert wird. Das klingt sehr gut. Du montierst den Pumpenregulator ohne Probleme. Mit dem Regulator kannst du meiste Brücken aufheben und deine eigene in deine Maschine anbringen, sodass niemand merkt, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat. Juhu! Das heißt, Leute, jetzt wird's richtig cool. Wir können uns einfach entgiften hier. Tuschlos. Praktisch komplett tuschlos. Wir nehmen jetzt nochmal alles mit an Strahlung, was geht. Gehen dann dann auf. Jetzt pass auf, wacht. Halt dich fest. Udo, halt dich fest. Oh, wie fett die Rohre sind. Speziell das da unten sieht so aufgebeult aus da vorne. Naja, Achtung, wir heilen uns jetzt in 3. 2. 1. Und genau pünktlich 0. Los geht's. Ich will mich mal eben entgiften. Danke. Ja, hat voll gut funktioniert. Reparaturen im Vorgang, aber läuft. Okay. Labert denn da? Ist das dieser komische Knilch, der sich umbringen wollte? Entschuldigung, Bruder. Hast du Atomschleier im Mondlicht gesehen? Nee, aber ich brauch Geld. Und gib mir dein ganzes Geld. Du Bitch. Aber Vorsicht vor Nebelkriechern. Okay, wir gehen mal hoch und... Ach so, stimmt. Wir können ihm ja noch sagen, dass diese Truller, die wir suchen sollten, dass die weg ist. Oder nee, gestorben ist. Gestorben ist. Finde Gwyneth und mach ihrer Ketzerei. Hab ich Ende. Schon gemacht. Das ist deine aber nicht. Schwester Gwyneth wird euch keine Probleme mehr machen. Sie ist selbst schuld. Ich will keine Einzelheiten wissen. Ist mir offen gesagt, okay. Du hast gute Arbeit geleistet und deine Hingabe und okay. Atom lächelt heute auf dich herab. Gut. Kriege ich Geld? Gibt es auch was für den Job? Keine Angst, du wirst für deine Hingabe belohnt werden. Sehr schön, hier, sehr schön. Nimm, das ist nicht nur eine Waffe, sondern eines unserer heiligen eine Artefakte. Waffe. Ziehe aus und zeige Atomsfeinden keine Gnade.
Leute, 8 Milliarden Schaden. Atomsurteil plus 100 Strahlungsschaden. Leute, ich muss mal eben kurz was machen. Bei Atom, das hat weh. Ich lade lieber, bevor mich alle hassen. Man weiß nie, man weiß nie. Man kennt das nicht so gut, ne? Bei irgendwelchen Skyrim, Elder Scrolls Spielen macht man sowas und auf den ersten Augenschein ist alles gut. Und dann kommst du 3 Wochen später in diese Stadt zurück und alle hassen dich und kloppen dich und hin und her. Oh, die klingt ja mal richtig cool, die Wumme. Was ist denn das da eigentlich? Der kleine Schrein hier? Kann er was klauen? Ne? Okay. Das wäre es jetzt erstmal soweit. Verschaffe der Zugang zu Dimas Terminal. Haben wir noch. Aber wir müssen davor nochmal kurz ablegen gehen. Wir haben jetzt echt zu viel Schotter dabei. Wir haben ja das Ding hier. Ich glaube, den nehme ich auf jeden Fall jetzt mal mit als Wumme. Der Adalasser ist zwar auch ziemlich cool, aber das hier macht deutlich mehr Schaden. Wobei wir den Adalasser auch ziemlich krass noch bedazzeln können. Naja, komm, wir gehen mal kurz raus. Komm, muss noch bis hierhin reichen. Also, dann porten wir uns weg und entscheiden dann, was wir so machen. Ich denke, dass... Ja, ich denke, wir nehmen das Urteil mit. Dem Urteil. Und legen vielleicht die Gausskanone weg. Ich weiß nicht, wir haben ja immerhin den Fatman dabei. Also wir müssen es nicht übertreiben, oder? Mit dicken Wummen und sowas. Wir haben mal gesagt, wir wollen jetzt immer was Großes dabei haben. Das haben wir mit dem Fatboy eigentlich getan. Und somit könnten wir das Gauss-Ding auch weglegen. Naja. Mal gucken. Was wir da jetzt gleich machen. So. Und zwar... Scheiße, komm schon, lauf. Nein, ich bin noch falsch gelaufen, egal. Geht's los? Geh mal kurz da weg. Ach, er muss da echt dran rumfuhrwerken jetzt. Wir legen erstmal seinen Kram ab. Und das reicht schon. Und jetzt gucken wir hier mal ganz genau. Kannst du weggehen bitte? Dankeschön. Immer besser, und zwar... selber zu bauen, als andere dafür zu bezahlen. Ach genau, wir haben noch das Teil hier. Das hat Gamma-Patrone. Passt auf. 711, 756. Das Ding ist natürlich krasser, denn das macht nochmal 50 mehr Schaden an menschlichen Gegnern. Das heißt, wir nennen das Ding hier oben in Gamma Patrone M. Für Mannequin. Die andere legen wir dann weg. Dann haben wir noch die radikale Umkehrung. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. 430, 31, 50. 430. Oh. 664. Hey. Okay, das andere ist besser, das, was wir am Start haben. Und das Atomsurteil ist natürlich auch eine richtig krasse Socke. Guckt euch das an, was wir da noch dran kloppen können. Wir haben hier unten noch. Wo ist denn unser. Der Strohhalm. Wie können wir den nochmal aufcranken auf 99? Okay, aber der ist noch lange nicht so gut wie Atomsurteil. Dann werden wir den hier mal umbenennen in Atoms-Sack. So, das ist jetzt einfach mal eine geschwinde Übersetzung dafür. Verbessern können wir das ja noch nicht. Naja. Okay, verlassen. Und jetzt machen wir das so, dass wir die... dass wir folgende Gegenstände ablegen. Wir legen die hier weg. Dann werden wir die andere Wumme verkaufen, die ich jetzt hier gerade nicht sehe. Genau, die radikale Bekehrung, die verkaufen wir einfach. Und dann haben wir noch diese Boom. Ich denke, die lege ich jetzt erstmal weg. Wir haben sonst einfach zu viel dabei. Guck mal, die wiegt 16. Aber ihr habt schon recht, die sollten wir nicht hier ablegen. Sondern da sollten wir schon... Nee, dann müssen wir uns zu viel rumbeamen. Wir merken uns einfach, wenn wir Waffen suchen, hier können auch welche liegen. Hier drüben beim Longfellow halt einfach. So, die Boom auch weg. Der Strohhalm kommt weg, klar. So, und schon sind wir deutlich leichter geworden. Und diese Vergeltung legen wir auch noch weg. Verkaufen wir. Dann haben wir wieder Kirsch. Kirsch nach Kirsch.
Jetzt ist die Überlegung, diese Fallensteller müssten doch mit den Gamma-Dingern auch ultra angegriffen werden können, oder? Aber ich glaube, wir haben es schon getestet mit den Gamma-Patronen und das klappt nicht. Also es zieht fast gar nichts ab. Einfach nur, weil die jetzt nicht anfällig sind gegen Strahlung, weil sie Inselbewohner sind. Oder weil sie einfach nur zu schwach. Du. Alan. Bist du zum Handeln hier? Ja, ich bin zum Handeln hier. Zeig mal, was du da hast. Beeil dich. Und zwar, Atomswillen Teil 2. Wie heißt das Ding? Radikale Bekehrung. Ja. So. Was wägen wir jetzt? Keine Ahnung. Wir haben ja noch die 10mm Schnitte dabei. Ich dachte, die haben wir weggelegt fürs Erste. Da, unseren Fatman haben wir dabei, also wir müssen es echt nicht übertreiben. Hast du noch Schrotpatronen? Ja, ich hab's da eben gesehen. Aber ich bin blind. Shit. Doch nicht? Heißt die Schrot? Ach, ich bin aber auch im falschen Ding. Dinge heißen da Schrotpatronen. Die nehme ich jetzt noch mit. Ja. Wir sind immer noch bei fast 13.000, also das passt. Und gewichtstechnisch 303, na also, das ist doch wirklich optimal. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Nee. Bei Schrott haben wir nichts, bei Mods haben wir nichts mehr. Okay, ich mache mal einen vollen Speicherwurstsack. Und jetzt... Ja, können wir eigentlich die Masserinnerung halt da rauskruscheln. Wir haben ja sonst nichts mehr, ne? Wir könnten da unten noch hingehen und das entdecken. Wisst ihr was? Das machen wir vielleicht noch. Wir gehen mal hier an den Teich, gucken uns da um, ob es noch irgendwas zu entdecken gibt, weil wir kommen dann auch langsam ans Ende des DLCs ran. Und da wollen wir schon alles abdecken. Also würde ich sagen, ich will jetzt nicht zurückgehen und wieder 30 Jahre im Commonwealth arbeiten, dann wieder zurückkommen, um hier noch was zu erledigen. Bis auf diese kleinen Sachen, die wir... Oh, chillt da jemand? Ja. Habt ihr es gesehen? Wir haben die volle Ding... Angeblich haben wir den vollen, Schaden bei dem Sack. Okay, Kate muss unbedingt rangehen. Ja, ich habe Kate vollgekloppt. Och du Scheiße. Leute. Das Ding geht ab. Buh. Wow. Hey, warte mal. Okay. Bei ihm. Au, er hat einen verschissenen Haken. Okay. Wo ist der andere, der mich angeblich hat? Über mir, glaube ich, ja, über mir. Mal speichern. Oh nein. Damit willst du direkt und mal hochgehen. Er hat uns die Rübe zerschrotet. Was ein Lurch. Wir gehen mal ganz hoch und gucken, was war. Wie wir von hier oben angreifen können. Oh. Ah, das war nicht geplant. Egal, hallo. Batsch! Schrotpatronen, sehr schön. Ja, geh in den Waschraum. Oh, da ist eine Tür. Ach, komm. So. Oh, nur einmal. Boah. Okay, das ist... Komm, noch einmal. Batsch! Oh, das Ding ist so krass. Wenn wir den noch aufleveln, Leute. Dann geht's rund. Gut, da haben wir alles erledigt. Lass mich kurz gucken. Hier genau in die Richtung geht's. Wir haben jetzt nur den Teich. Hier drüben ist auch noch ein ganzes Areal, in dem angeblich nichts ist. Wir gehen kurz... Ah doch, da ist was. Seht ihr was? Da gehen wir mal hin. Da unten müssen dann auch noch Sachen kommen eigentlich. Vielleicht finden wir da noch irgendwelche Dinge. Ich würde auch hier dann gerne erstmal alles, also bevor wir aus dem DLC gehen, auch jeden Ort untersuchen. Also dass wir hingehen, alles davon wegnehmen, gucken, ob wir da irgendwie noch eine Quest oder sowas machen können. Und ja, eben alles mitnehmen vor allem. Das ist das Wichtige. Das war alles ein Sacken. Wie so ein Plünderer. Oh, was ist denn das da vorne? Eine Stadt? Sieht aus wie eine ganze Stadt. Oh, Mutanten. Was ist denn das? Ist das eine Häuser? Ist das so eine Wohngeschichte? Was ist das? Mhm. Jemand da. Kleiner Sakura. Eine leere Milchflasche. Zeit zum Spielen! Boah.
Oh Gott, diese verkackten Hunde erschrecken mich einfach jedes Mal. Eins und zwei. Und what the fuck? Hä? Hat er uns jetzt das Viech totgebissen oder hat der Kerl totgeschlagen? Was war denn das? Okay, wartet mal. Müsste nicht so schnell dran gehen. So. Dann holen wir uns halt erstmal die auf uns zukommen, würde ich sagen. Das war nicht gewollt. Wissen, wer da auf dem Dach war. Ich gehe mal kurz hin und dann wieder zurück. So. Dass wir das schon mal entdeckt haben. Speichern. Aha. Hörst du das? Da kommt ein Hund. Gate. Der Hund. Shit. Okay, er ist ziemlich stark. Ich habe ihm, glaube ich, also einmal halt diesen Critical gegeben. Und ein andermal. Hallo. Go away, please. Go away. Ja, das ist doch tausendmal geiler, mit dem Ding zu visieren hier. Ja, kurz nachladen. Atoms Urteil rausholen. Das wäre übrigens noch. Warum sag meine ich hier hinmachen müssen? Oh, wir haben gerade keine Pistole ausgewählt, denn wir haben die hier gewechselt, genau. Ach, wisst ihr was? Da schalte ich jetzt einfach mal noch auf die 10mm. Auf die 10mm Schnittel haben wir jetzt ja auch wieder einiges und die ist für den Notfall einfach recht nett. Bam! Wow, krass! Hat er das abgewehrt? Ah, der hat auch so einen Raketenhammer. Deswegen hat er mich vorhin direkt umgehauen. Boah, yeah. Okay. Bye bye. Und? Das hat echt wehgetan, ja. Vor allem trifft mich da irgend so ein Sack. Von weiter weg ziemlich hart. Kronkorken. Das ist ein reicher Hund. So, wir können das Wasser noch trinken. Und warten einfach kurz ab. Ach komm, wir nehmen Stinkpack. Hoppala, das wollte ich nicht. Und gehen direkt ran. Ja, also ich denke, es war der mit seinem Hammer, der dann selbst ziemlich reingehauen hat. Bei mich. Da vorne ist ein Geschützturm. Den machen wir doch weg, den Kerle. So, da ist noch jemand. Was ist denn da gerade in die Luft geflogen? Alles? Okay. Es ist einfach das Auto neben uns oder bei uns in die Luft geflogen. Okay, gut. Das können wir auch anders machen. Und zwar so. Gucken einfach mal, was passiert. Aber er sieht mich. Drecksack. Schützt uns auf. Oh, 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 oh. Oh Gott, fast gestorben. Das Ding ist immer noch ganz. Ich sehe keinen Apfel. So. Und jetzt nehmen wir die 6. Und legen diesen kleinen Ballsack. Bam, mal, was willst du, hä? Oh. Das Ding ist so grob. Oh no. Das hatten sie jetzt aber nicht gedacht. Oh shit, jetzt sind wir uns sehr nah. Ha, aber nicht nah genug. Oha. Kate hat so richtig genudelt. Was ist denn das hier für eine überkrasse Festung? Hat da einer eine Minigun, ja, ne? Ich stack hier. Wohl da drüber, aber es geht nicht. Hat hier irgendjemand eine Minigun? Du da oben hast bestimmt eine, ne? Ah jo, du hast eine. Jagdbäume. Gegen die Sonne. Ein bisschen eklig.
Ach, wir haben sogar Nachtsicht. Nachtsicht, wie sie hier drauf. Saublöd. Das ist echt bescheuert. Warum haben wir sowas? Ich kann da nicht arbeiten. Ich kann nichts machen. Wir müssen näher ran. Sonst geht das nicht. Wir haben jetzt nur Gegner, die oberhalb sind. Okay. Ich versuche jetzt einfach so schnell wie möglich. Ist das hier der Eingang? Nee, doch, da ist der Eingang. So schnell wie möglich reinzugehen. Oh, da hinten sehen wir noch ein Bäumchen. Ein Baumsymbol. Da haben wir auch noch was Leckeres zum Entdecken. Aber das ist gerade echt interessant. Warum ist hier alles so voll mit Viechern? Leute, dann weiter in der nächsten Folge. Ciao, ciao.